einer Neuheit aus unserem Katalog, liebe Zuschauer, begrüßen wir Sie aufs Allerherzlichste zurück ins laufende Programm bei Pearl TV. Wenn man sich so einen Kloben mal anschaut, ich weiß nicht, wie viele Jahre diese Kamera schon auf dem Puckel hat, aber 50, 60 Jahre werden es mit Sicherheit sein. Eine klassische alte Super 8 Kamera. Damit haben wahrscheinlich unsere Eltern, unsere Großeltern vielleicht noch gefilmt. Und das war damals absoluter Stand der Technik. Wenn man sich mal anschaut, wie heutzutage oder wie klein heutzutage Kameras sein können, weiß man mal, dass man Gott sei Dank im 21. Jahrhundert gelandet ist. Also das hier, das packen wir jetzt ganz einfach zurück ins Museum. Und diese kleine, eiswürfelgroße Kamera mit unglaublich viel Extras jetzt hier, die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam mit Ralf und Diana an. Ralf, und es ist wirklich unglaublich, wie sich so die Zeiten verändert haben. War früher undenkbar, oder? In so einer Größe. Oh ja. Und vor allem auch die Technik, die Einfachheit der Technik ist heute so, dass es jeder, auch Sie, hinbekommt, seine eigenen vier Wände zu überwachen. Und das, wenn Sie möchten, auch so, dass es eigentlich niemand anders merkt. Hier haben wir sie in Eiswürfelgröße, die ist akkubetrieben. Ich möchte Ihnen aber hier einen kleinen Trick zeigen. Wenn Sie wirklich rund um die Uhr überwachen wollen, dann machen Sie einfach eine kleine Powerbank dran. Ich habe hier eine kleine, es gibt noch kleinere. Und jetzt können Sie im Prinzip dieses Gerät ein Jahr lang betreiben, ohne zusätzlichen Strom. Wenn Sie es ohne Powerbank machen, sorgt die Kamera dafür 80 Minuten, Daueraufnahme. Was jetzt gar nicht so viel klingt, ist richtig viel, weil die sich nur auslöst, wenn Bewegung kommt. Und zwar da unten sehen wir den Bewegungsmelder. Da sehen wir vier Nachtsicht-LEDs. Und das ist das Full-HD-Objektiv, ein Weitwinkelobjektiv mit 130 Grad Sicht. So, wie bringe ich die an? Das ist unglaublich einfach. Ja, ich nehme die Kamera einfach und ich habe hier eine Halterung. Und die möchte ich Ihnen erstmal separat zeigen. Die ist so ein Clipverschluss, aber das Wichtige ist, egal wo Sie die anbringen, mit dem Industriekleber hier unten, egal ob waagrecht oder senkrecht, Sie können die Kamera durch dieses Kugelgelenk ausrichten, wie immer Sie möchten. Und jetzt wird immer, wenn jemand den Raum, der damit überwacht wird, betritt, eine Aufnahme gemacht. Die wird gespeichert auf einer Micro-SD-Karte, die Sie bitte in Gerät drin haben. Aber Diana, jetzt bitte ich dich mal, die Kamera einfach mal in die Hand zu nehmen und mal reinzuschauen. Ja. Weil jetzt möchte ich Ihnen für mich das Unvorstellbare in dieser Preisklasse noch zeigen. Sie haben jetzt jederzeit von überall auf der Welt die Möglichkeit, mit Ihrem Mobilgerät einfach mal zu schauen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Ich habe hier jetzt mal ein Tablet, ein Apple-Tablet, also Betriebssystem iOS. Aber das Tablet habe ich nur, damit Sie es richtig deutlich sehen. Das geht auch mit einem kleinen Handy und dabei ist egal, ob Apple, also iOS-Betriebssystem ist oder ob es ein anderes Handy ist mit Android. Und hier sehen Sie die kostenlose App Elysion und die öffnen wir jetzt mal gemeinsam. Ich halte es mal zu Ihnen. Sie sehen 1:1. Wir haben ein paar Geräte. Hier ist die Kamera, sogar mit Bild. Das ist die Bestellnummer und da tippe ich jetzt einfach mal drauf. Na, über Köln, ja, doch, ist schon da. Schauen Sie mal, wie schnell das geht. Jetzt habe ich das Live-Bild der Kamera. Dieses Flackern kommt übrigens nur durch unsere LED-Scheinwerfer. Die haben Sie zu Hause nicht. Und jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann ein Foto schießen von der Person, die ich da sehe. Das im Gerät speichern, das ist sofort abgespeichert. Ich kann ein Video drehen. Ich kann auf die bereits getätigten Aufnahmen zurückgreifen. Jetzt sehen wir auch, jetzt kommt die Scheinwerfer nicht mehr zugute. Jetzt sehen wir die Full-HD-Qualität, die hier eben gemacht wird. Und ich muss sagen, Diana, du hast wunderschöne blaue Augen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug gesehen haben, schauen Sie mal hin. Jetzt gehen wir da hin. Bleib ruhig mal noch einen Moment auf deinen Augen, bitte. Jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, jetzt gucken wir mal ins tiefste Innere von Diana. Schauen Sie mal. Ja, und das ist Qualität, die heutzutage möglich ist. Jetzt machen wir damit keine Augenuntersuchung, sondern schützen unsere eigenen vier Wände. Aber schauen Sie auf den Preis. Früher brauchte man allein, macht ja jetzt richtig Spaß, Diana, gell? Früher brauchte man allein zur Installation einer Kamera eine Fachfirma, die mehrere hundert Euro gekostet hat oder D-Mark, je nachdem wann. Heutzutage ist es bezahlbar. Es ist so unglaublich einfach zu installieren und gibt Ihnen jederzeit das Sicherheitsgefühl. Jetzt auch wenn Sie nur mal um die Ecke in Ihrem Lieblingsrestaurant sind, können Sie schauen, ist zu Hause alles in Ordnung. Wenn man Kinder hat oder Hunde oder Katzen, ist das manchmal gar nicht verkehrt. Es gibt diesen Satz, Carsten, den kennst du auch, ich würde gern mal Mäuschen spielen. Ja, das ist richtig, den kenne ich nur zu gut. Und das ist mit dieser Kamera möglich. Die kann man unauffällig überall auf Schränken, auf Regalen, so, dass Sie freie Sicht haben auf den Eingangsbereich des Raumes am besten, ja, anbringen und dann kann man alles hier filmen. Natürlich beachten Sie, aber das ist ja selbstverständlich, die Persönlichkeitsrechte der Personen. Aber Ihre eigenen vier Wände,
die sichern Sie bitte. Ja? Und dann ist es, also ich muss sagen, hier eine Kamera mit diesen Optionen, die hat auch noch vor wenigen Jahren, wir stellen ja schon lange Überwachungskameras vor, hunderte von Euro gekostet. Ich glaube, wir hatten mal eine ähnliche, die war aber noch wesentlich größer, aber mit den Optionen, ja, die hat 130 Euro gekostet. Ja. Schauen Sie auf diesen Preis, der ist einfach der Wahnsinn. Und so bekommen Sie ein sicheres Gefühl. Wichtig für Sie noch mit dieser App, ich habe jetzt nur eine, ich gehe mal auch wieder raus ins kleinere Bild, ich habe jetzt nur eine Kamera verbunden. Sie können über die App beliebig viele Kameras verbinden und jeden Raum ganz einfach überwachen. Bei Tag und, jetzt kommen wir zu den Nachtsicht-LEDs, auch bei Dunkelheit. Bis zu 5 Meter Weitsicht, also im Prinzip durch den ganzen Raum. Ich finde, Diana, und da werden Sie mir recht geben, du bist das wesentlich hübschere Objekt der Begierde. Ja, dann bleiben wir lieber mit der Kamera auf dir. Aber es gibt mir persönlich das Sicherheitsgefühl, das ich heutzutage brauche, oder? Absolut. Ich bin schlichtweg begeistert. Wie gesagt, allein aufgrund der Größe, die Qualität der Aufnahme ist sensationell und natürlich in der Kombination absolut unschlagbar. Grundsätzlich zeichnet die Kamera eben automatisch auf, vorausgesetzt, Sie haben einen Speicherstick drin, den zeigen wir Ihnen bis gleich auch noch. Wenn Sie möchten, können Sie gleich mit dazu bestellen. Aber auch die Tatsache, dass ich ganz einfach zwischendurch mal reinschauen kann, mal eben kurz zu Hause nach dem Rechnen schauen, ist mit Sicherheit zwischendurch immer mal eine ganz gute Idee. Und wenn du noch mal gucken möchtest, habe ich den Herd ausgemacht, ja oder nein, ist das sicherlich mal eine etwas beruhigende Angelegenheit. Tolle Qualität, muss ich zugeben. Ja, was ich noch schön finde, man kann auch, wenn man das möchte, sich benachrichtigen lassen, sobald Bewegung vor Ihrer Kamera stattfindet. Dann bekommen Sie eine Push-Nachricht auf Ihr Smartphone. Ja. Dann heißt Bewegung vor deiner Kamera. Aha. Und dann können Sie getrost nachschauen. Ansonsten immer, und das kennen Sie auch, wenn man so ein flaues Gefühl in der Magengegend hat, stimmt, hoppla, Nasengegend, ja. Stimmt alles. Und das, was du gerade angesprochen hast, Bügeleisen vergessen, habe ich die Fenster zugemacht, es regnet, kann man einfach hier schauen. Ja. Und ich finde das einfach perfekt in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis. Klein, kompakt und super qualitativ vom Anspruch her. Unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 100 Euro, halte ich für völlig angemessen. Pearl.de hat momentan einen Preis von knapp 40 Euro. Sie genießen natürlich heute den TV-Sonderpreis von 37,99 €. Am besten jetzt gleich zugreifen mit der Bestellnummer ZX5077. Und der 569. Und wir haben den Speicher angesprochen, Ralf. Da passen 128 GB rein. Da haben wir was Schönes im Programm. Ja, so Pi mal Daumen kann man sagen, eben pro Aufnahmestunde ungefähr 2 GB. Also das ist herausragend hier. Da kann ich wochenlang, monatelang vielleicht auch mein Ferienhaus überwachen. Ja. Ja, und das ist die Größe, die hier zulässig ist. Und wir haben gesagt, wir machen gleich die Größe, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis auch hier unschlagbar ist. Ja, und die haben wir für 22,79 € für Sie im Programm im TV-Sonderpreis am besten gleich dazu bestellen mit der ZX2798. Bestellnummer also hier die ZX2798 und die 569 für die Micro-SD mit 128 GB. Perfekt für die Kamera oder natürlich auch an jeder anderen Stelle, wo Sie einen Speicher brauchen. Irgendwann ist auch der Akku der besten Kamera mal leer. Da macht es natürlich Sinn, wenn man vielleicht noch mal ein zusätzliches Netzteil zu Hause hat, um die Kamera jederzeit mit Strom zu versorgen oder den Akku wieder hochzuladen. Da haben wir auch was Schönes. Ja, genau, das ist es. Und ein Netzteil gehört mittlerweile zu den meist vergessenen oder auch mitgenommenen, sage ich mal aus Versehen mitgenommenen Teilen. Und deshalb kann man nie genug davon haben. Und hier haben wir ein leistungsstarkes mit 2,1 Ampere und 10,5 Watt. Also auch für die Apple-Geräte oder für die Tablets günstig. Aber hier brauchen wir es natürlich für unsere Kamera, wenn Sie die aufladen wollen oder sogar mit Direktstrom betreiben möchten. SD2201, Bestellnummer also SD2201 und die 569, der Preis für das Netzteil liegt bei gerade mal 5,69 €. Und weil sie gerade so beliebt ist bei uns im Programm, möchten wir Ihnen noch mal einen kleinen Blick auf die Kamera gönnen. Die ist wirklich Spitzenklasse, Ralf. Ich finde es wirklich der Wahnsinn. Ich möchte Ihnen mal unseren Kameramann, den Sebastian, vorstellen. Da steht er jetzt noch unsichtbar fast. Aber gucken Sie mal, hier. Und das zeigt mir die Qualität. Da ist er. Sebastian, winkt doch mal. Ja, Sie sehen hier, hier ist unser Kameramann Sebastian. Und das ist für mich der Wahnsinn. Also einfach ein bisschen Sicherheit für kleines Geld, für zu Hause. So eine Kamera, die vergisst man, die spürt man nicht. Aber wenn mal was passiert, hat man gestochen scharfe Aufnahmen. Und Sie haben jederzeit live die Möglichkeit, schauen, was zu Hause los ist. Also da greifen Sie bitte am besten sofort zu, liebe Zuschauer. Bestellnummer für die kleine eiswürfelgroße Kamera ist die ZX5077 und die 569. Und damit sind Sie erstmal auf der sicheren Seite.